Die meisten Menschen wünschen sich, dass ihr Lebensschiffchen auf stiller See bei Sonnenschein und ganz sanfter Brise so vor sich hin segelt. Aber du weißt, das ist nicht immer so. Befindest du dich gerade in einer Zeit von Sturm? Sind um dich herum die Elemente in Aufruhr? Ist da kein fester Grund mehr? Weißt du nicht, ob du diesen Sturm durchstehen kannst? Ist da sehr viel, was durcheinander gekommen ist? Ich möchte dir einen Rat geben. Wenn du dich mitten im Sturm befindest, lass nicht zu, dass der Sturm in dich kommt. Du kannst vielleicht mitten im Sturm sein, aber lass nicht den Sturm in dich hinein. Du musst verstehen, dass die Umstände um dich herum, die vielleicht sehr durcheinander sind, dein Inneres nicht durcheinander bringen dürfen. Du musst mit dem Herrn stehen, auf ihn blicken und in der Gewissheit sein, dass Gott dich durch diesen Sturm hindurchbringen wird. Dass er dich durch diesen Sturm hindurchleiten wird. Dass die Zeit wieder kommt, dass der Sturm sich legt. Stürme sind immer etwas Vorübergehendes und dass wieder eine Phase kommt, wo du ruhig dahin segeln kannst mit deinem Lebensschiff. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass du ein Verständnis dafür bekommst, dass die negativen Umstände, die Schwierigkeiten, die Probleme, die Dinge, die so ausweglos scheinen, nicht in dein Inneres kommen und dich bedrängen und dich in Unruhe bringen und dir sozusagen den Boden unter den Füßen wegziehen. Bleib im festen Vertrauen darauf, dass Jesus alles im Griff hat. Weißt du, die Schrift fordert uns auf, dass wir auf ihn schauen sollen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Warum? Weil er der feste Grund ist. Und auch wenn die Umstände um uns herum wie ein Sturm sind, wenn wir auf einem festen Grund stehen, und das ist Jesus Christus, das ist sein Wort, dann wird uns nichts etwas anhaben können. Dann werden wir gut durch diese Phase hindurchkommen. In dem Sinne, lass nicht zu, dass der Sturm dein Inneres durcheinander bringt, sondern steh fest im Sturm mit der Hilfe des Herrn, der hinter dir steht und dich festhält. Und du wirst sehen, Gott hat mehr für dich.